Meine sehr verehrten Damen und Herren, die TP-Projekte aus Mühlhausen laden Sie ganz herzlich zu einem Bummel durch die Werbe- und Reklamewelt der 1950er und 1960er Jahre von Mühlhausen in Thüringen ein. Wie war das damals mit der Werbung, wie entstand Werbung und wie entwickelte sich die Werbelandschaft in unserer Heimatstadt? Dazu wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Verschlafen gehe ich in die Küche, setze die Kaffeemaschine in Gang und betätige den Knopf des Radios. Alexa, bin ich cool? Bevor sie antworten kann, habe ich den Radioknopf ein weiteres Mal betätigt und wieder ausgeschaltet. Welcher normale Mensch, der in einer normalen Beziehung lebt, unterhält sich mit einer Blechbüchse? Übrigens, die MeToo-Variante von Alexa heißt Alex. Der Kaffee ist fertig, die Brötchen auch. Jetzt erst einmal in Ruhe frühstücken. Ich nehme die Zeitung und möchte eigentlich nur das Neueste aus Mühlhausen erfahren. Da fällt mir ein 2 cm dicker Stapel mit Werbeanzeigen aus meiner eigentlich recht dünnen Morgenlektüre. Heute im Angebot. Nur noch bis morgen 10% billiger. Framstagsangebote. Kaufen Sie Küchenmöbel mit Mitarbeiterrabatt von 25% und so weiter. Meine recht gute Morgenlaune ist dahin und ich begebe mich an den PC. Postfach auf. Kaufen Sie Uhren von was weiß ich von wem. Gummistiefel, extra günstig. Draußen scheint die Sonne in Strömen. Ihr neuer PC wartet schon auf Sie und 100 Euro geschenkt, wenn Sie... So langsam geht mir das ewige Gewerbe auf den Zeiger. Die Krönung ist der Vorabend. Hier verkaufen Sie dein Auto.de, ob man will oder nicht. Oma hat Probleme mit dem Biorhythmus, hat aber vom Apotheker Kitschimea bekommen und mein Häuschen will ich auch nicht verkaufen, schon gar nicht mit MacMakler. War das eigentlich schon immer so? Natürlich nicht. Zum einen gab es früher keinen Computer und auch die Radio- sowie Fernsehwerbung war nicht so aggressiv angelegt wie heute. Da freute man sich auf das Planschi-Lied oder die Streiche der Mainzelmännchen. Für uns Ostbürger waren das ohnehin nur Hochglanzbilder aus einer nicht erreichbaren Welt. Gab es aber nur im Westen Reklame oder Werbung? Darauf ein entschiedenes Nein. Erst 1975/76 wurde die Werbung im DDR-Fernsehen eingestellt. Am 15. Februar 1976 lief die letzte Sendung von 1000 Teletipps. Zuvor warb man, ähnlich wie im Westen, mit Reinigungsmitteln, Haarwäsche, Lebensmitteln, der staatlichen Versicherung und natürlich mit Eminolpirol. Gesteuert und überwacht durch die DEWAG, der Deutschen Werbe- und Anzeigengesellschaft der DDR. Begleiten Sie mich in dieser etwas ungewöhnlichen Doku in die Welt der Zeitungswerbung, in der ich mich auf die Inserate aus Mühlhausen begrenzen möchte. Einige Firmen, welche die hier zu sehenden Anzeigen aus den Mühlhäuser Adressbüchern von 1935-36 schalteten, werden wir auch bei den DDR-Werbeanzeigen wiederfinden. Die Firma IC Hartung zum Beispiel. Der Firmengründer Emil Hartung übernahm 1869 am Untermarkt 30 die ehemalige Gaststätte zum Roten Löwen und ließ sie zu einem Ladengeschäft ausbauen. Mitte der 1960er Jahre wurde das Geschäft von der HO übernommen. IC Hartung blieb aber bis zur Aufgabe des Ladens nach der Wende ein Begriff in Mühlhausen. In der Wanfrieder Straße 200 gegenüber der damaligen Überlandzentrale befand sich die Reinigung von Otto Blöthorn. Mit einer Annahmestelle am Steinweg wurde das Geschäft bis zum Ende der 1960er Jahre betrieben. Der Name Klees stand seit 1869 für Qualitätsnähmaschinen Met in Mühlhausen. Bis in die 1920er Jahre wurden dort auch die berühmten Pfeilfahrräder hergestellt. Auch der erste Mühlhäuser LKW, der wohl auch der einzige war, wurde von Klees und Flentje entworfen und gebaut. Schirme kaufte man in Mühlhausen bei Rinneberg. Als das Firmengebäude am Steinweg 9091 für den Bau der Paketpost abgerissen wurde, produzierte die Firma in der Wahlstraße 20, heute Jüdenstraße, weiter. Bei der Firma Gast denkt man heute vorwiegend an den Papierwarenladen am Steinweg. Gegründet wurde sie 1871 als Buchbrennerei in der Fortenstraße, die später in die Herrenstraße umzog. Um 1900 war die Firma H. Gast die größte Buchbrennerei in Thüringen.
Mühlhausen, die Stadt der guten Biere. So lautete früher einmal ein Werbeslogan des bürgerlichen Brauhauses an der Burg. 1832 als Brauerei Gottfried Weimar gegründet, hieß sie ab 1918 Burgbrauerei und ab 1928 bürgerliches Brauhaus, dem 1950 noch der Namenszusatz Reichsquell vorangestellt wurde. Ab 1953 wurde sie zusammen mit der Thuringia Brauerei in der Johannesstraße zum VEB Brauhaus Mühlhausen. Unangefochtener Mühlhäuser Exportschlager ist und bleibt das Mühlhäuser Pflaumenmus. Auf dem Markt ist es seit 1908 unter dem Firmennamen Herthe, was die Abkürzung des Namens Hermann Themert, dem Firmengründer, ist. Bis 1972 unter dem Firmennamen Herthe geführt, wurde auch die Pflaumenmusbude, wie wir Mühlhäuser scherzhaft sagten, verstaatlicht. Das Pflaumenmus aus Mühlhausen hat aber die DDR, die Wende und den Inhaberwechsel überlebt. Zur Firma Hubert Laufer aus der Gürmer Straße habe ich leider keine geschichtlichen Daten. Was ich aber noch genau weiß ist, dass wir noch in den 1980er Jahren bestimmte Teile und Hilfsmittel nur bei Laufer bekamen. Der Ruf der Firma war hervorragend. Paul Schramm, dessen Strickwarenfirma 1923 gegründet wurde, war bekannt durch den Markennamen Paschra. Auch nach der Enteignung 1972 und der Firmenübernahme durch den VEB Strickmoden Mühlhausen wurde dieser Markenname weiter genutzt. Die 1900 gegründete Firma Schmidt und Grule befand sich in der ehemaligen Roten Löwenmühle. Sie stellte Blechbearbeitungsmaschinen, aber auch Dieselmotoren her. Einzelne dieser Motoren schafften es bis nach Amerika und laufen heute noch, allerdings in Museen. Bis 1982 produzierte die Firma, die seit 1972 VEB Blech- und Biegemaschinen hieß, in der alten Mühle. Danach erfolgte der Firmenumzug an die Wagenstädter Brücke. 1928 gründeten die Brüder Uthardt in der Breitenstraße einen Reifenhandel. Im Laufe der Zeit passten sie ihre Serviceleistung an den Markt an und boten neben Neureifen auch regenerierte Reifen und den dazugehörigen Reifenwechsel an. Die Nachfahren gaben den engen Standort in der Innenstadt auf und haben heute ihren Betrieb im Weg zum Eigenheim. Die wohl bekannteste Baufirma von Mühlhausen war die 1884 gegründete Firma von Karl Louis Müller. Sie baute unter anderem die ehemalige Molkerei in Gürma, die Fabrikgebäude von Klees und Flänche in der Weidstraße und das Weinbergschlösschen, um nur einige zu nennen. Aus dieser Firma entstand in den 1970er Jahren der Kreisbaubetrieb. Zur Firma von Wilhelm Becker kann ich leider nichts erzählen, außer dass sie in Mühlhausen mindestens einen Steinbruch betrieben und für einige Streckenabschnitte der Straßenbahn den Schotter lieferte. Das Mühlhäuser Stadtcafé, eine gastronomische Institution in der Stadt bis zur Wende. Der Stil und die Einrichtung erinnerte, wie auch die Bedienung, an ein echtes Wiener Kaffeehaus. Das 1749 eröffnete und 1962 geschlossene Schenkhaus, die ehemalige Gaststätte neben dem Brunnenhaus in Poperode, sowie die 1896 eröffnete und mehrfach umgebaute Gaststätte am Schwanenteich werden ebenfalls in den DDR-Werbeanzeigen der 1950er und 1960er Jahre nochmals auftauchen. Den Abschluss der Vorkriegswerbung macht unser Stadtarchiv, dessen historischer Wert und dessen Bedeutung damals wie zu DDR-Zeiten und auch heute wohl nicht extra erwähnt werden muss. Die ab jetzt zu sehenden Werbeanzeigen befanden sich in Beiblättern der Mühlhäuser Warte, dem Kulturspiegel des Deutschen Kulturbundes Kreisverband Mühlhausen. Sie zeigen einen Querschnitt der Werbetätigkeit in den Jahren 1956 bis 1962. Da Kinowerbung hier auch Werbung ist, möchte ich hier den vorletzten Spielplan der Weißen Wand vom November 1961 zeigen. Die Weiße Wand war, neben dem Thuringia Kino und dem Zentral, das dritte Kino der Stadt. Es stellte zum Januar 1962 den Kinobetrieb ein. Heute befindet sich die Buchhandlung Strecker und ein Reisebüro im ehemaligen Kino. So, jetzt geht's los mit der Mühlhäuser DDR-Werbung von 1956 bis 1962. In loser Folge erscheinen Inserate unterschiedlicher Firmen und Geschäfte. Den Anfang machen der Kulturbund und die Werbung für die Mühlhäuser Warte. Das Erscheinungsjahr ist immer mit eingeblendet.
Dass Werbeanzeigen auch in der früheren DDR nicht immer gleichgestaltet waren, zeigen einige Vergleiche. Meist sind sie jedoch schlichter gehalten als die Vorkriegswerbung. Es werden sich einige Namen bekannter und geschätzter Geschäfte sowie Firmen der Stadt wiederfinden. So zum Beispiel die Werbung von Hollenkamp am Steinweg, Rundfunkkopf aus der Linsenstraße oder des Herrenausstatters Köhler am Untermarkt, der einen hervorragenden Ruf in Mühlhausen genoss. Auch heute unbekannte Firmen sind im Werbereigen vertreten. Ein paar Worte zur Bergbrauerei und dem Namen Weimar mit EY. Die Brauerei wurde 1860 gegründet und 1972 an den VEB Brauhaus Mühlhausen angegliedert. Seit 1973 wurde dort kein Bier mehr gebraut, sondern Erfrischungsgetränke hergestellt. Der Name Weimar steht in Mühlhausen für eine Brauerfamilie, die sich nach dem Ende des Mühlhauser Braurechts 1802 in der Stadt einen Namen gemacht haben. Allein 4 ehemalige Brauereien der Stadt hatten einen Weimar als Firmengründer. Weitere Beispiele im Reigen der bekannten Werbenden sind C. Schröder aus der Wanfrieder Straße, Tatarczyk, das Elektrogeschäft am Obersteinweg, der Schneider Kreiling aus der Felchdauer Straße, Foto Petrowski vom Steinweg, Eisenwaren Schwed aus der Gommerstraße, Ofenfuchs aus der Holzstraße und das Reisebüro am Untermarkt. Aber auch das Röhrenwerk, Moped Vogt, das Kraftfutter Mischwerk, die Mühleck oder auch die Parfümerie Trapp und der Kraftverkehr. Während hier noch einige der erwähnten Inserate über den Bildschirm flackern, möchte ich den Begriff Werbung erläutern. Dazu frage ich einfach mal Wikipedia. Als Werbung wird die Verbreitung von Informationen in der Öffentlichkeit oder an ausgesuchten Zielgruppen durch meist gewinnorientierte Unternehmen verstanden, mit dem Zweck, Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen oder das Image von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen zu pflegen. Die heutige Form der Werbung geht auf die Zeit der industriellen Revolution um 1850 zurück und war vorerst nur auf Zeitungswerbung beschränkt. Bis zum Ersten Weltkrieg wurde Werbung als Reklame bezeichnet. Auch in der DDR wurde meist dieser Begriff verwendet. Die Werbeanzeigen hießen Inserate oder Annoncen. Am Ende der 1950er Jahre schlossen sich immer mehr kleinere Betriebe in Produktionsgenossenschaften, den sogenannten PGHs, zusammen. Dieses geschah nicht immer freiwillig, sicherte aber zumindest den Produktionsstandort sowie die Arbeitsplätze. Da diese PGHs ähnlich funktionierten wie größere volkseigene Betriebe, waren sie von staatlicher Seite auch gut zu kontrollieren. Diese PGHs umfassten bis Mitte der 1970er Jahre fast alle ehemaligen handwerklichen Kleinbetriebe. Das begann bei der Schädlings- und Seuchenbekämpfung und setzte sich bei den Fassbauern, einigen landwirtschaftlichen Betrieben, den Malern und Lackierern, bei Textilbetrieben und in den Installationsfirmen fort. Ähnlich verlief die Entwicklung bei den Genossenschaften. Dafür ist der Konsum ein gutes Beispiel. Als Konsum wird im Allgemeinen der Verzehr oder Verbrauch von Gütern oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen verstanden. In der DDR war der Konsum eine der beiden großen Einzelhandelsketten, die neben Geschäften und Läden auch Gaststätten betreuten. Aus den über 200 Konsumgenossenschaften, die seit 1948 auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone entstanden waren, entwickelte sich in den späten 1950er Jahren der Konsum. In dieser Zeit wurde auch der typische DDR-Satz geprägt: Ich gehe in den Konsum. 1959 entwarf der Grafiker Karl Tewald das Konsum-Logo. Auch die Idee zum Kleben der berühmten Konsummarken, eine Art Rabattmarken, entstand am Ende der 1950er Jahre. Wurde 1958 noch mit der Konsumgesellschaft im Allgemeinen geworben, so spezialisierte sich die Konsumwerbung bis in die 1960er Jahre. Neben Gaststätten wurde auch für das berühmt-berüchtigte Konsumbrot, Geflügel und Möbel geworben.
Da das Angebot von beiden Handelsketten das gleiche war, warben ab Anfang der 1970er Jahre der Konsum und die HO oft gemeinsam. Die zweite große Handelskette der ehemaligen DDR war die HO, ausgesprochen Handelsorganisation. Sie wurde 1948 gegründet und bestand bis zur Wende 1989-90. Der Handel umfasste alle Bereiche des Lebens, vom Lebensmittel über Haushaltswaren, Waren des täglichen Bedarfs, Kfz- und Ersatzteilhandel bis hin zum Betreiben von Gaststätten. So wurden in Mühlhausen unter anderem die Gaststätte Poperode, die Schwanenteich-Gaststätte und das Parkhaus von der HO geführt. Einige Industriewarengeschäfte gehörten ebenfalls zur HO, wie auch Möbelgeschäfte und der Musikladen in der Görmerstraße. Dieser wurde lange Zeit von Freddy Schäfer geführt und hieß richtig Musikwarengeschäft Melodie. Die letzten Bilder dieser kleinen Reise durch die heimische Werbelandschaft zeigen einen Vergleich von Vorkriegswerbung und der Werbung in den 1950er und 60er Jahren von Mühlhäuser Firmen und Geschäften. Mit dem allgemeinen Werbeverbot, das Ende 1975 republikweit verhängt wurde, kam auch das Aus für Zeitungswerbung in Mühlhausen. Womit sollte man auch werben? Mit Waren, die es nicht oder nur unter dem Ladentisch gab, oder mit Dienstleistungen, die aus Materialmangel nicht ausgeführt werden konnten? Erlaubt blieb lediglich Werbung für Kultur wie Kino, Sport, Theater und andere Musikveranstaltungen, für die staatliche Lotterie und für Messeprodukte. Ausgenommen vom Werbeverbot der DDR war auch die Propaganda. Auf Teufel komm raus wurden Filme über die Streitkräfte gedreht, in Tageszeitungen warb man für alle Waffengattungen und auch die GST, was Gesellschaft für Sport und Technik hieß, wurde weiter kräftig beworben. Seit der Wende 1989-90 mussten wir gelernten DDR-Bürger uns an die westliche Werbeflut gewöhnen. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch auf Schildern, Fahnen, Plakaten, Aufstellern, auf Bussen und Bahnen und täglich in den Zeitungen. Werbung kostet Geld, keine Werbung kostet Kunden. So lautet der Grundgedanke der Werbeindustrie. Mir kostet Werbung eigentlich nur Nerven. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich habe mich bemüht, trotz meines Ärgers über die immer aggressiver werdenden Werbemethoden objektiv zu bleiben und vor allem über einige Mühlhäuser-Geschäfte und Firmen zu informieren und hoffe, dass diese etwas ungewöhnliche Dokumentation Ihnen gefallen hat.